Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke für diese Debatte, möchte gern auf das eine oder andere eingehen. Gerade, ich war etwas überrascht, Herr Beitz, was Sie hier sozusagen festgestellt haben. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob Sie die Realitäten, in denen wir uns gegenwärtig befinden, wirklich so verinnerlicht haben und akzeptiert haben. Ich hatte ja versucht, in meiner Einbringung auch auf die Notwendigkeiten der Wirtschaft oder der Privathaushalte mit Blick auf den Energieträger Gas darzustellen. Das haben Sie, das müssen Sie gar nicht mir irgendwie glauben, aber Sie können es jeden Tag in der Presse und in der Fachpresse und auch bei Unternehmen und Verbrauchern abfragen. All das wird so sein. Und was ich mich besonders frage ist, Sie stellen hier, also Sie haben es ja wirklich gesagt, dass Erdgas sei keine Brückentechnologie mehr. Gas sei keine Brückentechnologie mehr. Vor dem 24. Februar hat diese Landesregierung, auch mit Blick auf Nord Stream 2, genau das immer und immer wieder betont und deutlich gemacht. Und jetzt stellen Sie das in Frage? Das ist ja, also, das ist ja nicht mal ansatzweise glaubwürdig. Ganz ehrlich, dann war ich wirklich also ein bisschen überrascht, dass Sie sozusagen, Sie hätten ja einfach den Worten Ihres Ministers zustimmen können, den, wo ich ehrlicherweise sagen, sehr sachliche Erwiderung oder Entgegnung auf meinen Beitrag, der ja auch betont hat, dass der Antrag zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das hätten Sie auch einfach bestätigen können und dann hätten Sie sich hinsetzen können, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das haben Sie leider nicht gemacht. Sie haben leider einfach sozusagen Dinge, die hier noch vor kurzem immer wieder von Ihren eigenen Genossinnen und Genossen überbetont wurden, dann in Abrede gestellt. Da würde ich dringend um eine interne Aufarbeitung bitten. Da an der Stelle bin ich dann aber raus. Meine Damen und Herren, ich will deutlich sagen, dass ich es gut fand, dass der Minister hier auch nochmal die Verantwortung des Bundes herausgearbeitet hat und auch deutlich gemacht hat, dass wir natürlich mit unseren Forderungen auch nach einem schwimmenden LNG-Terminal oder dann eben einem stationären, wo Rostock richtigerweise als wahrscheinlich der Standort herausgearbeitet wurde. Und da muss ich natürlich auch zu den Grünen schauen und die Erwiderung, die passt nicht ganz zu dem, was ich in der letzten Zeit von Robert Habeck höre, der, wie ich finde, an der Stelle natürlich auch in der Realität angekommen ist und nicht umsonst die Katar-Reise, nicht umsonst auf LNG zurückgreift. Und da muss man natürlich sagen, da wünschte ich mir dann auch von der Grünen Landtagsfraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch, dass das positiv so begleitet wird, ja, lieber Harald, wie das sozusagen auch von Robert Habeck gerade forciert wird. Der Minister meinte, unser Antrag vor 14 Tagen und wir hätten auch vor 14 Tagen erst angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben auch schon vorher die Aufforderung dazu medienwirksam nach außen getragen. Und Sie haben gesagt, das sei dann wahrscheinlich mit Blick auf diese 14 Tage mit der CDU kaum möglich gewesen. Wir hätten es gemeinsam nicht nach vorne getragen. Wenn ich mir aber das anhöre, was Ihr Koalitionspartner hier gerade dazu gesagt hat, da habe ich irgendwie nicht gerade diesen großen Elan vernommen, dass Sie wirklich ernsthaft versuchen, auch als Fraktion Die Linke, hier daran zu arbeiten, dass wir so eine LNG-Infrastruktur nach Rostock, nach Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Als erstes haben Sie die Demokratiefähigkeit der möglichen LNG-Länder sozusagen erstmal hier thematisiert. Das mag ja auch richtig sein. Hätte ich mir aber damals mit Blick auf ganz, auch auf das Thema Russland, hätte ich mir das gerade von Ihrer Fraktion doch auch mal gewünscht. Aber es ist konsequent ausgeblieben, meine Damen und Herren. Und deswegen glaube ich, deswegen habe ich doch ernsthafte Zweifel, ob wir hier mit dieser rot-roten Landesregierung beim Bund den notwendigen oder das notwendige Gehör finden, um tatsächlich nicht nur an der deutschen Nordseeküste diese Infrastruktur zu erleben, sondern eben auch an der deutschen Ostseeküste und zwar hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern nehme ich, und das gebe ich gerne zu, auch wenn ich ja dafür bekannt bin, Sie immer
stark zu kritisieren, aber da muss ich doch den Minister an der Stelle mal herausheben. Das war ein sehr sachlicher Beitrag und ich kann mir nur wünschen, dass diese rot-rote Landesregierung und diese Koalition den Minister dann auch wirklich unterstützt. Ich habe aus den Wortbeiträgen das nicht so ganz vernommen und da hoffe ich, gehen Sie noch mal zusammen in Klausur und arbeiten daran, wie Sie vielleicht den Minister an der Stelle wirklich unterstützen. Und meine Damen und Herren von der AfD, da muss ich auch sagen, Sie haben natürlich in der Ist-Analyse an manchen Stellen nicht Unrecht, so wie das hier vorgetragen ist. Aber ich habe zum wiederholten Male nicht einen einzigen Lösungsvorschlag von Ihnen gehört. Ihre Lösung ist, lassen wir Putin einfach machen, beziehen wir weiter das Gas aus Russland und dann ist die Sache erledigt und der Krieg in der Ukraine, das geht uns hier eigentlich nicht so wirklich was an. Sie haben nicht einen konstruktiven Beitrag auch mal zur Sanktionspolitik gesagt. Sie gegen die Sanktionen haben Sie sich hier auch in diesem Haus ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie Sie es beim Thema Waffenlieferung sehen, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass Ihre Beziehung zu Russland noch immer viel zu gut ist und Ihre Beziehung auch zur Partei von Wladimir Putin immer noch nicht so kritisch hinterfragt wurde, wie es eigentlich mittlerweile notwendig wäre, meine Damen und Herren. Sie scheiden als seriöser Gesprächspartner bei diesem Thema einfach aus und das haben Sie sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt heute. Meine Damen und Herren, ich kann nur hoffen, und damit möchte ich schließen, dass wir tatsächlich, wie es heute in der Presse angekündigt wurde, dann in dieser Woche vom Bund entsprechende Aussagen bekommen, wie eine LNG-Infrastruktur in Deutschland aufgebaut werden soll. Und ich kann nur hoffen, dass Mecklenburg-Vorpommern diesmal nicht hinten vorbleibt und dass wir auch uns über die Unterstützung des Bundes dann bei diesem Thema freuen dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Peters, es liegt mir ein Antrag auf Kurzintervention vor vom Abgeordneten Herrn Förster. Ja, Herr Peters, Sie haben gerade die Sanktionen angesprochen. Da haben wir eine klare Auffassung dazu, nämlich die, die eigentlich immer üblich war, dass Sanktionen auch wirken müssen. Wir reden der ganzen Diskussion jetzt nicht darum, ob Sie sofort den Gashahn ab, also den Boykott machen, das wäre logisch. Sie reden darüber, wie Sie die Zeit, solange Sie noch Putin um Gas anbetteln, überspringen oder überbrücken können, bis wirklich wir ohne das derzeit gelieferte Gas hinkommen. Das ist eine völlig andere Situation. Und das heißt im Klartext nichts anderes, als dass wir derzeit erkennen, dass wir auf das Gas angewiesen sind, das ist ja auch noch die Auffassung der Bundesregierung, das beziehen wir. Und der Flüssigkeitsersatz wird sich frühestens in einem Jahr, ich sage mal ein halbes Jahr, in einem Jahr auswirken. Dann sind wir in einer völlig anderen Situation, gehen wir alle davon aus, dass der Krieg vorbei ist. Und dann wird die Frage, ob wir dann Flüssiggas oder was anderes machen, für den Krieg gar nichts mehr bedeuten. Dann geht es alleine darum, ob wir das russische Volk bestrafen und nicht Putin. Und deshalb ist schon heute über den Tag hinaus zu überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, mit den ganzen Nachteilen, die angesprochen worden sind, auch die Umweltproblematik, die wirtschaftlichen Nachteile, auch die Flüssigkeitsproblematik, ist ja nur für eine gewisse Zeit. Das heißt also, logisch wäre das Ganze, was Sie hier propagieren, die ganze Euphorie, mit der Sie jetzt in das Flüssiggas umsteigen, wäre nur logisch und konsequent, wenn das direkt dazu beitragen würde, dass wir tatsächlich Putin damit beeindrucken könnten, den Gashahn jetzt abzudrehen. Das geschieht gerade nicht. Jetzt denken Sie mal ein Jahr weiter, ob das Ganze Sinn macht. Herr Peters, möchten Sie darauf reagieren? Unbedingt. Kollege Förster, ich habe den Eindruck, jetzt macht es jetzt nicht wirklich besser. Das war eher noch eine Bestätigung dessen, was ich zum Schluss auf Ihre Einlassung hier formuliert habe. Sie haben eben noch mal sehr deutlich gemacht. Sie sagen, natürlich wissen wir, dass die LNG-Infrastruktur nicht innerhalb von 2-3 Monaten sehr wahrscheinlich zu errichten sein wird und dass wir über ein Jahr Minimum reden, auch mit Blick auf die schwimmende Struktur, muss man sich technisch genau angucken, was geht, was nicht. Ich glaube, das kann aber keiner noch nicht so wirklich abschließend beurteilen. Da muss man dann eben mit den Unternehmen dazu in den Austausch gehen. Ich habe aber schon die Hoffnung, dass wir da relativ zeitnah damit an den Start gehen können.
Ihren Aussagen habe ich jetzt gerade wieder entnommen, dass Sie sagen, naja, wir gucken mal in einem Jahr und dann wird das sicherlich mit der Ukraine, mit dem Krieg erledigt sein und dann beziehen wir weiterhin einfach so das Gas aus Russland. Das ist jetzt Ihre Strategie, das haben Sie hier gerade eben zum Besten gegeben. Und ich glaube daran leider nicht, lieber Kollege Förster. Ich glaube, dass wir hier grundlegend uns energiepolitisch und auch international und mit Blick auf Russland anders aufstellen werden müssen. Denn Sie wollen mir doch nicht klar machen und weismachen, dass in einem Jahr diese Strukturen, diese administrativen Strukturen und die politischen Strukturen sich in Russland so verändert haben dürften, dass wir Russland wieder als verlässlichen Handelspartner erleben werden. Das haben Sie als Ihre Strategie klargemacht, aber ich sage Ihnen, das ist absolut blauäugig. Und Sie können doch nicht davon ausgehen, auch allein, dass Sie unterstellen, in einem Jahr könnte wieder alles gut sein, der Krieg sei beendet. Wer gibt Ihnen diese Gewissheit? Wer gibt Ihnen diese Gewissheit? Im Moment stelle ich fest, dass die Massaker, die da laufen, dass die Grausamkeiten zunehmen. Und ich kann nicht erkennen, dass Wladimir Putin gerade irgendwie locker lässt. Und auch die, die nach Putin kommen, sind nicht einfach so die lupenreinen Demokraten, wie Herr Putin mal einstmals von einem großen Sozialdemokraten benannt wurde. Und deswegen sage ich Ihnen, damit sind Sie definitiv aus dem Holzweg. Deswegen schließen Sie sich mal lieber diesem Antrag an, dann sind Sie sicherlich auch besser. Vielen Dank, Herr Peters, für Ihren Beitrag. Es hat jetzt noch mal ums Wort gebeten, der Abgeordnete. Ja, vielen Dank, Herr Peters, für Ihren Beitrag, hatte ich schon gesagt.